Hallo liebe Zuschauer, heute zeige ich euch nicht das Basisspiel Heckmeck. Das habe ich nämlich schon mit dem Elias aufgenommen. Ein richtig cooles Würfelspiel, eines der besten Würfelspiele, kann man schon fast sagen. Nein, diesmal geht es um den Extrawurm. Nur spielbar mit Heckmeck und damit verbunden eine Erweiterung. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Wir wollen euch jetzt die Erweiterung vorstellen. In dem Fall spiele ich mal mit der Silke. Ich habe ja auch schon gegen Elias gewonnen oder verloren. Zumindest habe ich einen Fehler gemacht am Ende. Der ein oder andere hat es ja auch gemerkt, wo ich plötzlich hier so einen Spielstein weggenommen habe. Und den hätte ja eigentlich ich gar nicht nehmen dürfen. Also herzlichen Dank für die Info. Die Regeln sind ja eigentlich recht einfach. In dem Video möchte ich natürlich die Abläufe der Erweiterung vorstellen. Und ich möchte nicht mit dem Apfel beginnen, weil das ist in der Deluxe-Version, die stellen wir im separaten Video dann auch noch vor, weil der Apfel, der enthält, praktisch, der ist enthalten in der Deluxe-Edition mit Grundspielen-Erweiterung, aber man sieht schon, der Apfel, den gibt es nämlich hier in dieser Erweiterung gar nicht und wir wollen ja hier bei der Version Extrawurm bleiben. Also, ich erkläre jetzt erst einmal die Neuerungen, dann gibt es ein paar Gameplay-Sequenzen und am Schluss das Fazit. Die Silke hat schon alles aufgebaut und ja, hier sehen wir die Spielsteine und das erste wird deutlich, wir haben nämlich hier eine 11 und eine 13. Da muss ich auch direkt drauf landen, damit ich mir überhaupt diese Zahl nehmen kann. Es gibt hier natürlich weitere Würmer, also Spielsteine und einige Sonderfiguren, die hier drauf liegen. Ja, diese Rostbratwürmer, die kann ich mir insbesondere nehmen, also einen, wenn ich zum Beispiel eine doppelte 1 in dem Fall Ableger, also 2-1 an dem Fall auf der Seite liegen habe. Interessant wird es allerdings immer bei den Spezialisten, sofern ich mir einen nehme und ich darf auch nur einen nehmen, weil ich nehme dann einfach vom Grill und lege dann vor mir ab, aber nicht alle, aber dazu gleich später mehr. Also wenn ich mir hier so ein Spielschwein nehme, dann bekomme ich einen Spezialist und jetzt will man natürlich wissen, was die Spezialisten machen. Am einfachsten ist natürlich mit diesem hier, da habe ich einfach einen Zusatzwürfel, ist also ganz cool. Bei dem Wurm, ja, da ist genau das, was ich im Grundspiel einmal falsch gemacht habe. Ich habe mir einfach hier einen Stein genommen, habe hier gar keine Würmer gehabt. Wenn ich aber diese Figur habe, dann ist es richtig cool, weil dann habe ich automatisch schon einen Wurm. Der Jörg braucht aber insbesondere auch dieses Wiesel, das hier steht. Und wenn ich nochmal würfe, lege ich es hin. Ich muss es nachher nur schauen, dass ich es wieder zurückplatziere, immer nämlich eins Abstand. Dann kann ich also nochmal würfeln. Und die Glucke ist also auch nicht schlecht, weil die stelle ich dann einfach auf meinen Stapel oben drauf. Ich verliere dadurch natürlich kein Bratwurm. Ist natürlich gar nicht schlecht. Die Glucke kommt weg natürlich, wenn ein Spieler bei mir klauen will. Übrigens 11 und 13, wo war der, Silke? 21. 21, die kann ich natürlich nicht klauen. Also das mal vorneweg. Ja, in dem Fall, ich behalte sie natürlich bei mir und ich verliere dadurch natürlich keine Rostbratwürmer, aber das seht ihr nachher. Übrigens, was ich mir nicht nehmen kann, ist, ich glaube, der Rabe. Rabe heißt der, glaube ich, in dem Fall. Und der bleibt auf dem Grill, ja, bis er aus dem Spiel quasi genommen wird. Kein Spieler bekommt ihn in dem Fall. Aber was bringt er überhaupt? Nämlich wer in dem Fall hier diese Zahl, dann nimmt die 23, auf der er steht, bekommt natürlich sofort einen Wurm. Ist also auch nicht schlecht, weil das bringt natürlich am Schluss auch die entsprechenden Punkte. So, das waren alle Regeln, gar nicht so schwer. Und jetzt gibt es, wie gewünscht natürlich bei vielen, natürlich auch eine kurze Gameplay-Sequenz, die ein oder andere Ausschnitt, damit das klar ist, bevor wir dann zum Fazit übergehen. Ich fange diesmal an und dieses Mal ist die Silke gegenüber. Das heißt, sie sieht sofort, wenn ich einen Fehler mache. Der Elias sieht es mittlerweile übrigens auch. Vorhin haben wir auch ein Spiel gedreht, da hat er auch sofort gemerkt, Papa, da hast du einen Fehler gemacht und das habe ich gar nicht gemerkt. Aber wenn ihr da auch nochmal drauf schaut, das ein oder andere passiert ab und zu, sollte natürlich nicht passieren, aber ich fange einfach mal an und würfel. Ja, super Wurf in die dem Fall. Einser. Die 2-1er. Ja, soll ich jetzt die 2-1er nehmen? Nein. Ich poker ja gern, ich zocke ja gern, das wisst ihr ja. Das heißt, die Würmer mache ich auf die Seite. Jetzt darf ich nicht nochmal Würmer auf die Seite legen. Ihr merkt, das Grundspiel haben wir schon gefilmt. Das heißt, wir steigen sofort ein und ich lege mal die 3 auf die Seite. Das läuft schon mal richtig gut. Jetzt lege ich mal die 2er auf die Seite. Hey, aber 5 und 4 müssen noch dazu. Ja, das war's in dem Fall. Das heißt, ich kann überhaupt nichts machen. Und damit ist die Silke am Zug. Die Silke ist dran. Ja, schönes Beispiel. Hätte eigentlich die Silke gleich anfangen sollen. Ich schiebe es ein bisschen rüber, dass es ihr auch nochmal seht. Die 2-5er hat sie auf die Seite gelegt. Die nimmt sie natürlich. Ah, bin mal gespannt. Die 4er. Jetzt braucht es auf jeden Fall einen Wurm. Wie ich die Silke kenne,
könnte sie es schaffen. Ja, aber in der ersten Runde ist noch... Das wäre ja klasse. Jetzt haben wir gleich hier zwei. Jetzt muss ein Wurm würfeln. Richtig schönes Beispiel. Eigentlich können wir gerade wieder von vorne anfangen. Sie bekommt auch nichts. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir das machen. Ich bleibe auf jeden Fall noch dran und ihr seht es weiterhin auch. So, jetzt machen wir... Also wir machen, ich mache jetzt die 5, weil ich wäre ja wohl einen Wurm noch zusammenkriegen, dass man das mal sieht. Jawohl. So, jetzt bin ich schon bei 25 in dem Fall. Ein bisschen was geht noch. 25, jawohl. Und 18, 33. Das heißt, ich nehme mir den hier. So gut habe ich schon lange nicht mehr angefangen. Das heißt, gleich mit dem 33er. Übrigens, kleiner Hinweis, ich habe es ja vorhin erwähnt, mit der Erweiterung bzw. Deluxe-Version, die stellen wir euch im Anschluss auch noch vor, die nehmen wir im Anschluss auch gleich auf. Da sagt man ja immer, das Grundspiel und die Erweiterung sind enthalten. Jein! Ihr habt gemerkt, vorhin durch den Apfel, es ist nicht identisch die gleiche Erweiterung. Deswegen nehmen wir das auch separat auf, damit ihr das seht. So, die Silke hat gemacht. 15, 20, 28. Okay. So, eigentlich wollte ich ja die Extras erklären, aber ich klicke das meiste. Dürfte euch ja klar sein. Ihr seht ja, was ihr für Möglichkeiten habt. Jetzt lege ich die einfach mal raus. Ich möchte eigentlich unbedingt mal hier den Extra-Würfel. Wie gesagt, 1 dürft ihr haben. Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Wie er 22. Machen wir weiter. 24, ja komm, ein bisschen geht noch. Oh, das ist ja wieder grausam. So, jetzt muss ich, ausgerechnet hier mit 4 Würmer, 4 Punkte. Jetzt lege ich den hier zurück und damit das Spiel nicht ewig geht, wird die hinterste Zahl umgedreht und spielt ihr natürlich ewig weiter. Das kennt ihr vielleicht vom Grundspiel, aber typisch Jörg, der zockt natürlich gerne. Bei solchen Spielen zocke ich gerne. Silke hat eine 10, jetzt hat sie 2 Würmer, sie ist auf 20. Also das Prinzip ist gleich, außer dass hier natürlich noch ein paar Spielelemente, also ein paar Spezialisten dabei sind. So, 24. Übrigens, danke für die vielen... 24? Ja, wenn du die 4 nimmst. Oder du nimmst die 1. Also erstmal herzlichen Dank für die vielen Kommentare beim Grundspiel. Ich habe auch gemerkt, vielen gefällt das Spiel. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, jetzt füllen wir natürlich auch gleich die Erweiterung, die wir schon ewig haben. Die Glucke in dem Fall bekommt die Silke gar nicht schlecht. Die 21 werde ich jetzt nicht klauen. Aber einen Spezialisten darf sie ja auf jeden Fall haben. So, jetzt bin ich dran. 15... Oh, das läuft wieder überhaupt nicht bei mir. Ich bin nur am Nörgeln hier übrigens die ganze Zeit. So, 21. Nee, ich will höher. Das bringt ja nichts wegen einem. 22. 22. Jetzt brauche ich eine 4 oder eine 5. Also man darf ja nicht die gleiche nochmal haben. Eine 2. So, jetzt muss man mal rechnen hier. 20, 24. Ach, jetzt wollte ich mir schon das Wiesel nehmen. Vier. Naja, immerhin. So, schieben wir ein bisschen zusammen. So, ihr seht ja, wie das Ganze abläuft. Sind ja 2 Steine mehr dabei. Silke hätte jetzt einen richtig tollen Wurf. Oh, sie kann 2 Einser natürlich auch nehmen. Das nochmal als Hinweis. Wird gerne vergessen, dass man natürlich auch hier so einen Bratwurm-Spielstein sich nehmen kann. Das ist auf jeden Fall möglich. So, die Spielsteine. Mal hier ein bisschen auf die Seite. Silke ist auf 12. Jetzt hat sie 4 und 5er, zeigen wir euch gleich, schieben wir gleich ein bisschen rüber, dann seht ihr das auch. So, 14, wir bleiben noch ein bisschen dran, damit ihr noch ein bisschen was zu sehen bekommt. 20 in dem Fall, 25, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 10, 18, 23, 23, wo ist die Frage, was er macht? Okay. Den Rabending nimmt sie natürlich nicht. Ja gut, sie kann genau aufs niedrigste Feld. Sie bekommt aber dafür einen Bratwurm. So ein Spielstein in dem Fall. Die Kluge setzt man wieder oben drauf. Ist also gar nicht mal so schlecht. Und den setzt man immer auf den niedrigsten. Ich glaube, in der Erweiterung stand es, glaube ich, nicht drin mit dem niedrigsten. Doch, es stand wir haben nämlich in der, allgemein schon. Das genau, war da vorne. In der Deluxe-Edition. Deswegen hole ich sie immer raus. Da steht nämlich drauf, dass man sie auf den niedrigsten Bratwurmstein dann legt. Steht nochmal drauf. Immer auf die niedrigste freie okay. Bratwurmportion des Grills gestellt. Muss man immer dazu schauen. Genau, immer gut, wenn man dann gleich 2 Spiele zur Verfügung hat. So, das war dein Zug. Jetzt soll ich aber echt mal ein bisschen Gas geben. So, 15, das läuft doch. Jetzt ein paar Fünfer. Oh, 30. Da geht noch was. Ja, da geht noch was. Klar, bei mir immer. 32. Ja, jetzt höre ich aber auf. So, so, das ist auf jeden Fall. Ich möchte eigentlich auch mal so einen Spezialist haben. Natürlich aufeinander. Aber ihr merkt, ab und zu läuft's.
Und später im Verlauf des Spiels wird man auf jeden Fall den einen oder anderen Spezialisten bekommen. Oh, die Silke geht auch hoch hinaus. Jetzt versucht sie vielleicht eine 2 zu würfeln. Dann kann sie nämlich einen extra Würfel nehmen. Muss allerdings ja auch, sie muss sich überlegen, 3 Einser. So, ja, klar, die nimmt sie natürlich. Sie kriegt ja dann automatisch auch noch, oh, das haben wir, glaube ich, alle Regeln dann drin, noch so ein Bratwurm. Und jetzt ist sie auf 28. Oh, okay. Da die 28 ja nicht offen liegt, kann ich ja den nächsten Niederchen nehmen. Genau, also die 27. Dann würde ich die 27 nehmen. Und? Und? Machst mit der Glucke. Behalten und auf das nächste. So, ich glaube, das meiste war jetzt gesagt. Wir schauen nochmal auf den Schluss rein, wie der Jörg dann doch noch am Ende gewinnt. Schauen wir einfach mal. Deswegen ein kleiner Cut und dann zur Schlusssequenz, wie gewohnt. So, das war das Spielende. Schauen wir mal, wie viele Würmer der Jörg hat. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das war eine herbe Niederlage. Zirke ist immer noch am Zählen. Also, ich habe 5 Würmer. Das war die Revanche vom Elias, dass der Papa einen Fehler gebaut hat. Wie viele Punkte hast du? Das sind 14, das gibt ja nichts. Okay, und wehe, der Elias erfährt es morgen. Also, das war richtig übel jetzt in dem Fall. Aber, ja, so kann es auch laufen. In dem Fall, ja, eine recht lange Partie, aber dazu gleich mit später mehr im Fazit. Das war der Extrawurm, eine Erweiterung zu Heckmeck. Silke, braucht man die Erweiterung? Nee. Nein. Auch von mir ein ganz klares Nein. Man muss sich vorstellen, man macht aus einem sehr guten Würfelspiel, setzt man noch was drauf. Das ging schief. Also uns gefällt es überhaupt nicht. Ich wollte es aber unbedingt vorstellen. In einem separaten Video gibt es dann auch die Deluxe-Version. Und Kinder-Heckmeck haben wir auch schon vorgestellt. Standard-Heckmeck. Es reicht euch völlig, das Standard-Heckmeck. Ihr braucht die nicht. Warum braucht ihr die nicht? Gewürfelt wird genauso viel. Es sind allerdings die Spezialisten, die ganz nett sind. Ja, die nimmt man gerne. Die sind alle durchaus okay. Ich nehme gerne den Extra-Würfel. Oder das, was war's? Wiesel mit dem Extra-Wurf, falls es schief geht. Das nehme ich dann gerne. Ja, das ist ganz okay, braucht man nicht. Aber es hat noch ein Problem. Die 11 und die 13 muss man passend würfeln und dadurch kann sich das Spiel durchaus in die Länge ziehen, was dann deutlich sich auf den Spaßfaktor auswirkt. So, das sind die Kritikpunkte, die ich habe. Angegeben ist es ja, wie gesagt, für 2 bis 7 Spieler. Da habe ich schon viel im Grundspiel drüber gesagt. Schnelles Spiel, 20, 30 Minuten mit der Erweiterung spielt er durchaus länger. Es kann aber teilweise auch frustrierend sein, wenn er nicht auf die Zahlen kommt. Das hat das Grundspiel nicht, weil hier, wie gesagt, 11, 13, die muss ich passend haben. Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht keine Erweiterung, die man unbedingt haben muss. Falls ihr gerne mit der Erweiterung spielt und sie habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, warum ihr gerne mit der Erweiterung spielt. Weil bei uns fällt sie meistens raus. Das hat so eine Sammelleidenschaft. Wenn man schon das Grundspiel hat, dann nimmt man die Erweiterung meistens auch. Die gibt es ja schon etwas lange, aber das waren jetzt die Infos zur Erweiterung. Ja, in dem Fall kein zufriedenstellendes Fazit, aber ihr kennt ja meine Meinung bzw. unsere Meinung. Wir sagen es direkt, wie es uns passt und wie es uns gefällt und in dem Fall hat es uns einfach nicht gefallen. Wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, könnt ihr uns trotzdem einen Daumen hoch geben und oder ein Abo und oder uns unterstützen auf etlichen Plattformen. Alles weitere ist ja immer in der Beschreibung hinterlegt. Ich sag tschüss, macht's gut und bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.